Free press, free speech, free Julian Assange. No extradition. There's only one decision. No extradition. U.S., U.K., hands off Julian Assange. U.S., U.K., hands off Julian Assange. U.S., U.K., hands off Julian Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Julian Assange ist ein australischer, gewaltfreier Journalist, der mehr Journalistenpreise auf der ganzen Welt bekommen hat als irgendein anderer Journalist vor ihm. Bevor wir gehen zur britischen Botschaft, wäre es toll, wenn wir uns hier alle nochmal aufstellen können für ein Foto, was wir dann auch an Stella Assange schicken können und zeigen können, wer alles hinter Julian Assange steht. Lasst ihn frei! Sofort! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Es wurde nachträglich gesagt. Und das heißt, es konnte die Verteidigung nicht darauf antworten. Das heißt, es dürfte überhaupt gar keine Berücksichtigung finden. Weil wozu führt man einen Gerichtsprozess, wenn nachdem das Urteil gesprochen ist, noch gesagt werden kann, ach, wir haben uns gerade noch mal was anderes überlegt, womit wir das Urteil noch abändern können. Das ist eines Rechtsstaats nicht würdig. Und dennoch hat sich das übergeordnete Gericht gemeint, es gebe keinen wichtigen Grund, sich damit noch einmal zu befassen. Wenn das kein wichtiger Grund ist, dann kann man sich das ganze Verfahren sparen. Dann kann man gleich sagen, schiebt ihn ab oder hängt ihn auf. Und das ist das, was mich so wahnsinnig wütend macht. Es ist die reine Willkür. Und die Willkür ist das Recht des Stärkeren. Aber wir sind hier, weil wir sagen, wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Sei wachsam, finde ich schon sehr wichtig. Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen. Die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denke mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen. Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. All das Leimen, all das Schleimen ist nicht länger zu ertragen. Wenn du erst lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Du machst das Fernsehen an, sie jammern nach guten alten Werten. Ihre guten alten Werte sind fast immer die verkehrten. Und die, die da so vorlaut in der Talkrunde strampeln, sind es, die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln. Der Medienmogul und der Zeitungszar, die schlimmsten Böcke als Gärtner, na wunderbar. Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten, doch ihre Botschaften sind nichts als Arsch und Titten. Verrohen,
Verrohrung, Verdummung, Gewalt sind die Gebote. Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viele gute alte Werte, echt, da wird mir echt schlecht. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger. Eine Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher, Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. Und sie sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt. Und nach dem Schlimmsten werden Plätze und Flugplätze benannt. Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber lässt man laufen. Kein Pfeifchen Gras, aber die ganze Giftgasfabrik kannst du kaufen. Verstrahl das Land, mach ungestraft den größten Schaden. Du lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grünfried, doch das Umweltschwein genießt Vertrauen. Und die Polizei muss immer auf die Falschen hauen. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. Was hilft's, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von den Friedensmissionen quaddeln und unterm Tisch schon emsig mit den Säbeln rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreit. Abteilung kehrt, im Gleichschritt Marsch, ein Lied und heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land ein Krieg ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich, ganz ohne Blut vergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um 5 schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam und bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ich habe Sehnsucht nach Menschen, die mich nicht betrügen, die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke voll lügen und verschon mich mit den falschen Ehrlichen. Die falschen Ehrlichen, das sind die wahren Gefährlichen. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen, erpressen, bestechen, versuchen, dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen. Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt, wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal mit der Polizei gesprochen. Und da wir so viele Menschen hier sind, die sich für Julian Assange einsetzen, macht es keinen Sinn, dass, wenn wir uns nachher auf den Weg begeben zur britischen Botschaft, hier irgendwo zwischen den Buden durchquetschen. Wir können dann natürlich die Straße benutzen und können also dann nachher zur britischen Botschaft runterwandern. Also wir dürfen natürlich nicht direkt vor die britische Botschaft, wie immer. Also alle, die so schlimme Sachen schon auf der Welt gemacht haben, haben besondere Angst, dass ihnen sowas auch passieren könnte, nach dem Motto, was ich denke und selber tue, das traue ich auch anderen zu.
Aber wir werden uns dann wieder auf der Mittelinsel, Wilhelmstraße, versammeln, da letztendlich der Appell jetzt ganz deutlich an Boris Johnson gehen muss, an Priti Patel. Es ist ein politisches Verfahren, um den politischen Gefangenen Julian Assange frei zu bekommen. Und ja, wir wissen, was für ein Riesendruck durch die USA ausgeübt wird. Und wir wissen, dass die Chancen sehr schlecht stehen für Julian Assange. Aber gerade deswegen müssen wir in der Öffentlichkeit zeigen, Julian Assange ist nicht vergessen. Und wir haben begriffen, was er für uns getan hat und um was es hier geht. Es geht um die Meinungsfreiheit, es geht um die Pressefreiheit. Es geht darum, in welcher Gesellschaft wir auch in Zukunft leben können. US, UK, hands off Julian Assange! 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 Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Und wir stehen hier und sagen, Großbritannien, es ist ein politischer Prozess, den ihr führt gegen einen gewaltfreien politischen Gefangenen, gegen einen Journalisten. Dieser Angriff auf die Pressefreiheit muss jetzt hier und heute enden. Und wir stehen hier und wir appellieren an Boris Johnson. Britische Botschaft, nehmt diese Botschaft aus Berlin mit. Sagt es Boris Johnson, sagt es Priti Patel. Lasst Julian Assange endlich frei. Lasst ihn frei. Das ist der einzige Grund, weshalb er verfolgt wird.
Und wir sagen, es ist ein politischer Prozess. Und deswegen können Politiker Einfluss nehmen. Und deswegen stehen wir jetzt hier vor der Botschaft von Großbritannien und sagen, lass ihn frei! Sofort! Lass ihn frei! Sofort! Lass ihn frei! Sofort! Lass ihn frei! Sofort! Journalismus ist kein Verbrechen. Wir brauchen aufrichtigen Journalismus, damit wir mit unserer Gesellschaft nicht in Schieflage geraten. Und deswegen sagen wir, lass ihn frei, sofort! Lass ihn frei, sofort! Lass ihn frei, sofort! Lass ihn frei, sofort! Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free!